Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Guten Abend. Christine Otto hat später eine extra Portion Wintersport für uns. Showdown in Bischofshofen. Guten Abend. Dann blicken wir jetzt gemeinsam auf die Themen. Zwei Parteitreffen in bewegten Zeiten. Dabei sieht sich die FDP mit Recht weiter in der Regierung. Und die CSU erneuert ihre Forderung nach Neuwahlen. Scharfe Attacke unter Rivalen. Nach Ansicht von US-Präsident Biden würde Donald Trump die Demokratie opfern, um wieder an die Macht zu kommen. Und ganz hat's nicht gereicht. Im entscheidenden Springen der Vier-Schanzentournee muss Andreas Wellinger dem Japaner Kobayashi den Vortritt lassen. Ein politisch bedeutsames Jahr ist angebrochen. Für alle Parteien ist es darum entsprechend wichtig, ihr Profil zu schärfen, auch zu aktuellen Themen wie etwa die aus dem Ruder gelaufenen Bauernproteste. Die FDP ist zum Dreikönigstreffen zusammengekommen. Die CSU trifft sich gerade zur Jahresauftaktklausur. Es geht darum, sich für ein Jahr voller Wahlen aufzustellen. Am 9. Juni wird das Europäische Parlament gewählt. Und im zweiten Halbjahr, da geht es dann um mehrere Landtage. Am 1. September in Sachsen und Thüringen, am 22. September dann in Brandenburg. Wie die FDP in dieses Wahljahr startet, hat Sven Klass beobachtet. Auf ihr ruht besonders viel Hoffnung. Fast schon euphorisch feiern die FDPler beim Dreikönigstreffen ihre Spitzenkandidatin für die Europawahl, die kämpfen will. Zeigen wir dem Jahr 2024. Es ist nicht das Jahr der Nationalisten. Es ist das Jahr der Demokraten. Es ist das Jahr der Freiheitsliebende. Es ist das Jahr der Europäerinnen und Europäer. Optimismus verbreiten, sich selbst Mut machen, das wollen sie hier. Wohl wissend, dass viele im Land nicht einverstanden sind mit ihrer Politik in der Ampel. Protest drinnen von Globalisierungskritikern. Draußen von Landwirten, die weiter fordern, alle geplanten Kürzungen zurückzunehmen. Parteichef Lindner reagiert. Gerade eine europäisch und national so hoch subventionierte Branche wird sich nicht jedes Konsolidierungsbeitrags erwehren können. Denn die Haushaltslage ist angesichts vieler Krisen bekanntermaßen schlecht, die Wirtschaft obendrein schwer angeschlagen. Die wieder in Schwung bringen, gibt die FDP als Kernaufgabe für 2024 aus. Unter anderem durch steuerliche Anreize und weniger Bürokratie. Die Schuldenbremse für Vorhaben der Ampelpartner auszusetzen, lehnt Lindner ab und verteidigt die bisherige Regierungspolitik. Die Bundesregierung handelt. Sie ist nicht fehlerfrei. Wer wäre das? Aber wir entscheiden mehr richtig als falsch, denn sonst würde die FDP dieser Regierung nicht angehören. Nicht alle hier sehen das so. Vielen wäre ein Ampelaustritt lieber. Und doch gibt es am Ende auch für den Parteichef Beifall und die Hoffnung, dass die FDP in den Wählerumfragen wieder zulegt. Bundesweit liegt sie derzeit um 5%, in den ostdeutschen Ländern, in denen 2024 gewählt wird, gar darunter. Jetzt zur Klausur der CSU-Landesgruppe. Weil die Zustimmung für die Ampel dramatisch schwindet, stellt sich die Union auf mögliche Neuwahlen ein. Interessant dabei auch die Frage nach einer möglichen Kanzlerkandidatur. Schließlich gilt CSU-Chef Söder als möglicher Favorit. Wie er sich positionierte und was in Klosterseeon noch wichtig war, dazu Alexander Puhl. Kurz vor Beginn der CSU-Klausur im bayerischen Kloster Seeon protestieren Landwirte gegen die Politik der Bundesregierung. Dass die Bauern an ihrem Protest festhalten, findet CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt richtig. Die Blockade der Fähre von Wirtschaftsminister Robert Habeck aber verurteilt er scharf. Das, was wir da gesehen haben an der Fähre, das ist eine Entgleisung, die unmöglich ist. Die so nicht stattfinden darf. Die CSU beschreibt ein polarisiertes Land und sieht die Schuld dafür bei der Bundesregierung. Die Ampel habe Deutschland in Unruhe gebracht. Rekordschulden, angekündigte Steuererhöhungen, die ungelöste Migrationsfrage. Dazu der Streit innerhalb der Regierungsparteien. Noch nie gab es eine Regierung, die so wenig Vertrauen bei der Bevölkerung hatte. Noch nie gab es eine Koalition, die so wenig Vertrauen zueinander hatte. Söder und Dobrindt stellen die Union heute als Gegenentwurf zur Ampel dar. Weite Teile der Migrationspolitik oder das Bürgergeld wollen sie zurücknehmen. Wir wollen das fehlgeleitete Bürgergeld
abschaffen und dafür den Menschen Möglichkeiten bieten, dass sich Arbeit mehr lohnt. Steuerfreiheit für Mehrarbeit schaffen. Die CSU drängt auf Neuwahlen. Mit Blick auf die K-Frage rät Söder zur Geduld. Er lässt aber durchblicken, wen er 2025 als Kanzlerkandidat sieht, bis auf Weiteres. Die derzeitige Favoritenrolle ist ja ganz klar benannt bei Friedrich Merz. Morgen empfangen die CSU-Abgeordneten unter anderem den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Das Thema: die diesjährigen Landtagswahlen in Ostdeutschland. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat davor gewarnt, dass die Bauernproteste unterwandert werden durch Leute von ganz rechts außen mit Umsturzfantasien. Das sagte der grüne Politiker im ZDF. Der Bauernverband rief die Teilnehmer der ab Montag geplanten Protestwoche zur Mäßigung auf. Es dürfe etwa keine persönlichen Anfeindungen geben. In den USA wird das oberste Gericht am 8. Februar über Donald Trumps Teilnahme an den republikanischen Vorwahlen in Colorado verhandeln. Der US-Staat hatte ihn davon ausgeschlossen. Grund ist Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol. Auf den Tag genau vor 3 Jahren drangen radikale Trump-Anhänger gewaltsam in den US-Kongress ein, versuchten, die Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden zu verhindern. Dazu angestachelt hatte eben Donald Trump. Auch deshalb griff der US-Präsident ihn jetzt bei seinem Wahlkampfauftakt scharf an. Elmar Thewissen aus Washington. Wenn eine Botschaft ankommen soll, muss nicht nur das Gesagte passen, sondern auch die Kulisse. Joe Biden wählte Valley Forge, Ort des Winterlagers von George Washington 1777. Aus verzweifelter Lage führte er damals seine Armee am Ende siegreich gegen die Truppen des englischen Königs, eines Tyrannen. Und nun, so Biden, wolle sich Donald Trump zum König machen. Donald Trumps Wahlkampf ist besessen von der Vergangenheit, nicht der Zukunft. Er will unsere Demokratie opfern und sich selbst ermächtigen. Wir wissen alle, wer Donald Trump ist. Wir müssen die Frage beantworten, wer wir sind. Das steht auf dem Spiel. Wer sind wir? Schon einmal habe Trump zum Umsturz aufgestachelt. Nun befeuere er weiter die Wahllüge, nenne die Aufständischen Patrioten. Nach Umfragen glaubt ein Viertel der Amerikaner, dass das FBI hinter dem Sturm aufs Kapitol steckte. Und Trump, so Biden, sähe nun weiter Hass. Er nennt alle, die gegen ihn sind, Ungeziefer. Er sagt, Amerikas Blut werde von Zuwanderern vergiftet. Das ist exakt die gleiche Sprache wie einst in Nazi-Deutschland. Nur Stunden nach Bidens Auftritt macht Trump sich in Iowa lustig über ihn. Er sagt, ich sei eine Bedrohung für die Demokratie. Demokratie, er konnte das Wort nicht einmal lesen. Trump behauptet, die wahre Bedrohung für die Demokratie sei Biden. Die Wähler müssen nun entscheiden, welcher Botschaft sie glauben. Die Botschaft von US-Außenminister Blinken ist klar. Er drängt auf eine Lösung im Gaza-Krieg und reist dafür wieder durch den Nahen Osten. Seine erste Station führte aber erst einmal zu einem schwierigen Partner, zum türkischen Präsidenten Erdogan. Schwierig, weil er mit Hamas sympathisiert und gegen Israel polemisiert. Trotzdem sieht Blinken in ihm einen sehr wichtigen Vermittler. Anna Feist. Ein Foto, das war's. Statt großer Live-Berichterstattung wie sonst in der Türkei bei einem Besuch der Amerikaner üblich, ist Erdogan heute nicht bereit für große Gesten. Seine Sympathien stehen fest. Eindrucksvoll demonstrierte die türkische Regierung bei einer Demo vor wenigen Tagen mit 250.000 Teilnehmern mitten im touristischen Zentrum Istanbuls, dass sie fest an der Seite der Palästinenser stehen und damit gegen Israel und dessen Hauptverbündeten, die USA. Seit Wochen schon feindet Erdogan den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu offen an. Ist das, was dieser Netanyahu tut, weniger als das, was Hitler tat? Das ist es nicht. Israel sei ein Kriegsverbrecher. Die in der EU als Terrororganisation eingestufte Hamas dagegen sei eine Befreiungsorganisation. Öffentlichkeitswirksam inszeniert sich Erdogan als Beschützer der Unterdrückten in der muslimischen Welt. Und der Westen nimmt das hin. Denn Erdogan habe einen Plan, sagt Politikwissenschaftler Ülgen. Der türkische Präsident wolle die palästinensischen Konfliktparteien Fatah und Hamas versöhnen und so zum Friedenshüter in einem Nachkriegs-Gaza werden.
Wenn das klappt, dann wäre das für den Westen, insbesondere für die USA, durchaus positiv. Denn wenn die Türkei diese Rolle nicht übernimmt, dann würde es der Iran tun. Oder dieses Momentum dieser sehr kritischen Annäherung könnte verpuffen. Erdogan könnte so zu einer Schlüsselfigur werden für einen nachhaltigen Frieden in Nahost. Das wohl der Grund, warum der amerikanische Außenminister Blinken seine Nahostdiplomatie ausgerechnet in der Türkei gestartet hat und warum er die Missachtung des türkischen Präsidenten einfach weglächelt. Jeder Tag ohne Lösung verschlimmert die Situation in Nahost. Aus dem Libanon hat die Terrormiliz Hisbollah den Norden Israels angegriffen mit mindestens 40 Raketen. Laut Hisbollah eine Reaktion auf die Tötung des Hamas-Offiziellen al-Aruri im Libanon am Dienstag. Und im Gazastreifen, da spitzt sich die humanitäre Situation zu. Die UNO nennt den Küstenstreifen größtenteils unbewohnbar. Über das Leben in Trümmern Michael Beverunge. Früher war das mal ein ganz normaler Platz in Rafah. Jetzt ist ein großer Markt für Flüchtlinge daraus geworden. Trotz der schwierigen Versorgungslage gibt es hier viele Lebensmittel und andere Waren zu kaufen. Und doch ist das alles für Flüchtlinge wie Salem Zucker unerreichbar. 6 Schekel für eine Tüte Chips, fragt er ungläubig. Die kostet sonst 1 Schekel. Ja, schimpft Händler Abdullah Al-Dalo zurück, das war der Preis vor dem Krieg. Der Grund ist, sie erheben mehr Zölle als vor dem Krieg. Schon davor haben wir unter den Zöllen gelitten, aber heute noch mehr als früher. Sie, das sind die Beamten der Hamas, die hier auf alles die Hand halten, ohne selbst Löhne auszuzahlen. Kaum jemand hat noch Arbeit. Salem Zucker hat im Norden Autozubehör verkauft. Jetzt lebt er im Zelt mit seiner Familie und weiß nicht, wie er die ernähren soll. Das Arbeitsleben ist völlig zum Erliegen gekommen. Wir leben ausschließlich von der Hilfe anderer Menschen. Wir fühlen uns gedemütigt. Was sollen wir nur tun? Neben dem Angebot des Marktes sollten eigentlich mehr Hilfslieferungen die Menschen erreichen. UN und Israel weisen sich gegenseitig die Schuld zu. Andererseits landen UN-Güter wie dieser Energieriegel auf dem freien Markt, obwohl nicht zum Verkauf bestimmt. Die Menschen brauchen etwas anderes. Selbst wenn es Brot gibt, wo ist das Geld, um es zu kaufen? Wo ist der Reis? Die Menschen haben Hunger. Brot für Gaza, für die meisten ein unbezahlbarer Traum. Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Pokrovsk sind nach ukrainischen Angaben 11 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch 5 Kinder. Zuvor hatte die Ukraine mitgeteilt, eine russische Kommandozentrale auf dem Militärflugplatz Saki auf der Krim zerstört zu haben. Russland wiederum meldete den Abschuss von 4 ukrainischen Raketen auf der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel. Nach Südamerika. Bolivien hat den größten Kokainfund seiner Geschichte gemeldet. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 8 Tonnen beschlagnahmt. Das entspricht einem Straßenverkaufswert von fast 500 Millionen Euro. Schon vor einer Woche wurden die Drogen, versteckt zwischen Holzplatten, in einem LKW in den Anden entdeckt. Die Lieferung sollte offenbar in die Niederlande gehen. Nach UN-Angaben ist Bolivien der weltweit drittgrößte Produzent von Kokain nach Kolumbien und Peru. 5 Tage nach dem schweren Erdbeben in Japan ist die Zahl der Toten auf mindestens 126 gestiegen. Mehr als 200 Menschen werden laut Behörden weiter vermisst. Noch immer suchen Rettungskräfte nach Überlebenden. Kaputte Straßen, Regen und hunderte Erdrutsche behindern allerdings ihre Arbeit. In die betroffenen Gebiete können deshalb auch nur schwer Hilfsgüter geliefert werden. Am Neujahrstag hatte ein Beben der Stärke 7,6 die Westküste Japans erschüttert. In den Hochwassergebieten in Deutschland steigen die Pegelstände nicht mehr. Das ist eine gute Nachricht. Vielerorts lässt der Regen nach oder hat aufgehört. Aber die Wasserstände, die fallen nur langsam, sagen die Behörden. Vor allem in Niedersachsen sind viele Regionen betroffen. Für Mieter und Hausbesitzer stellt sich die Frage, wer die Schäden bezahlt. In der Politik gibt es Stimmen, die eine Pflichtversicherung für Elementarschäden fordern. Clemens Altmann. Die Straßen in Lilienthal stehen unter Wasser. Nur langsam kehren die Bewohner zurück in ihre Häuser. Deiner Kunika Wendel begutachtet ihr Wohnzimmer. Die Schäden sind immens. Was ich habe versucht aufzubauen, und das ist einfach mal weg. In einer Nacht weg.
Das ist schlimm genug. Und ich sehe noch nicht ausreichend Möglichkeiten, dass es Unterstützung kommt. Unterstützung, Entschädigung, finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau. Die Chefs der 16 Bundesländer sind sich einig, der Staat kann nicht ständig für alle Schäden bei Naturkatastrophen aufkommen. Sie wollen eine Elementarpflichtversicherung. Doch dafür braucht der Staat einen Rechtfertigungsgrund. Bei Elementarschäden an Gebäuden könnte die Rechtfertigung darin liegen, dass der Steuerzahler entlastet wird. Denn bislang ist es häufig die Allgemeinheit, die für Unwetterschäden aufkommt, wenn Versicherungen fehlen. In Niedersachsen haben nur etwa ein Drittel der Betroffenen eine Elementarversicherung. Viel zu wenige, sagen die Versicherer. Sie wollen sie allerdings nicht zur Pflicht machen. Wir würden nicht die Bürger verpflichten, sondern uns als Branche verpflichten, jeden Wohngebäudebesitzer eine Elementarversicherung anzubieten. Und der kann dann entscheiden, ob er das Angebot annimmt oder eben nicht. Aber wenn er es nicht annimmt, heißt das auch, dass es keine staatlichen Hilfen mehr geben wird. Deiner Kunika Wendel schätzt den Schaden auf eine sechsstellige Summe. Möbel und anderes Inventar sind versichert, aber ihr fehlt der Elementarversicherungsschutz für das Gebäude. Am Dreikönigstag heute der traditionelle Empfang der Sternsänger im Schloss Bellevue. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau begrüßten eine Delegation von Jungen und Mädchen in diesem Jahr aus dem Bistum Limburg. Die Sternsänger sammeln Spenden für Kinder, die weltweit in Not sind. Steinmeier würdigte ihr Engagement und sagte, ihr Segen und ihre Botschaft seien im Hinblick auf Krieg in Europa und viele andere Katastrophen wichtiger denn je. Haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschrammt sind 171 Passagiere der US-Fluggesellschaft Alaska Airlines. Gerade in Oregon gestartet, durften sie ihren Augen nicht getraut haben, als plötzlich ein Kabinenteil abriss. Einen großen Knall habe es gegeben, berichten sie. Ein junger Mann, der nahe am aufgerissenen Loch saß, erlitt beim Druckabfall Prellungen. Die Boeing 737-9 MAX konnte aber umdrehen und sicher landen. Jetzt will Alaska Airlines all seine Maschinen vom selben Typ erst einmal genau prüfen. Boah. So, jetzt zum Wintersport. Vierschanzentournee. Es hat am Ende nicht ganz gereicht für Andreas Wellinger. Trotzdem ein toller Erfolg. 22 Jahre nach dem Triumph von Sven Hannawald beendet Andreas Wellinger die Tournee als hervorragender Zweiter. Überragend der Japaner Ryoyo Kobayashi, der zum dritten Mal Gesamtsieger wird, beim spannenden Abschluss in Bischofshofen. Bischofshofen gilt als Heimschanze für den Wahl-Salzburger Andreas Wellinger. 2,5 Meter muss er aufholen auf Kobayashi. Erster Durchgang, 132 Meter. Dann Hektik beim Japaner und seinen Technikern. Warum? Nach dem Sprung. Kobayashi nutzt die besseren Winde. 15 Minuten nach Wellinger, springt 137 Meter. Japanische Freude und der Japaner zeigt, Aufregung kam nur auf, weil er seine Ski vergessen hatte. Er bleibt cool. Zweiter Durchgang. Wellinger liegt jetzt schon 10,5 Meter hinter dem Japaner. Er kommt als Jäger nun auch auf 137 Meter. Das schafft Kobayashi. Es wird der Kürflug eines Japaners. Keine Dramatik am Dreikönigstag. Kobayashi springt souverän 139 Meter. Und ein Österreicher jubelt auch. Stefan Kraft holt den Tagessieg. Aber Kobayashi gewinnt zum dritten Mal die Vierschanzentournee mit viermal Platz 2 bei 4 Springen. Zweiter Tag beim Biathlon-Weltcup in Oberhof, aber diesmal ohne Podestplätze für die Deutschen. Johannes Kühn war als Achter der Beste in der Verfolgung. Beim Tagessieger von gestern lief es trotz glänzender Ausgangsposition gar nicht rund. Benedikt Doll stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Der Sprintsieger von gestern verschoss gleich im ersten Liegendanschlag mit 3 Strafrunden alle Siegchancen und landete schließlich auf Rang 12. Es hat nicht viel mit Pech zu tun, es war einfach maximale Dummheit. Der Norweger Endre Strømsem freute sich über seinen ersten Weltcupsieg vor seinen Landsmännern Lagreit und Dorle Skjefstad. Bei den Frauen rettete sich Sprint-Zweite Franziska Preuß auf dem steilen Birksteig mit schweren Beinen und stumpfen Brettern auf Rang 7. Dann hat es mir ab der ersten Runde schon ein bisschen so die Körner gezogen oder mehr als ich hab. Und ja, es war dann schon ein Kampf auf der Strecke. Die schnellsten am Grenzadler kamen aus Frankreich. Julia Simon sicherte sich ihren ersten Saisonsieg vor Justine Bresas-Boucher. Super glücklich über ihren ersten Podestplatz in diesem Winter ist Skilangläuferin Katharina Hennig. Auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski belegt sie in Val di Fiemme im Massenstart über 15 Kilometer Platz 3. Hinter den Schwedinnen Lynn Swan und Frida Karlsson. Teamkollegin Victoria Karl wurde Siebte.
Einen wahren Tenniskrimi gab es in Sydney beim United Cup mit Happy End für das deutsche Team. Zuerst gewann Angelique Kerber ihr Spiel, danach verlor Alexander Zverev sein Einzel. Die Entscheidung gegen Australien fiel im Mixed-Doppel, in dem sich das Duo Zverev-Laura Siegemund erneut durchsetzte mit 7:6, 6:7 und unglaublichen 15:13 im Match-Tiebreak. 2:20 in der Nacht. Finalgegner morgen Polen. Hoffentlich dann ausgeschlafen. Gut ein Jahr nach dem Tod von Pelé trauert Brasilien um seine Fußballlegende Mario Zagallo, der gestern im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Zagallo war der Erste, der als Trainer und Spieler Weltmeister wurde. Zweimal an der Seite von Pelé, hier sein Treffer zum 4:1 im WM-Finale 58 gegen Schweden. 1970 führte er die Seleção in Mexiko als Trainer zum dritten WM-Titel. Und eine super gute Einstimmung auf die Handball-EM hier in Deutschland gibt es im aktuellen Sportstudio von 23.30 Uhr an. Juri Knorr ist da. Ein Shootingstar. Richtig. Dankeschön, Christine. Wir hätten noch schicke Bilder vom größten Eisskulpturenfest der Welt. In der nordchinesischen Stadt Harbin präsentieren sie ein Winter-Wonderland der Superlative auf einer Fläche von über 600.000 Quadratmetern. Und zum Leben erwacht die surreale Stadt aus Eis vor allem am Abend. Dann erstrahlen all die eiskalten Kunstwerke. Und weil es am Tage auch nicht wärmer als bibberige minus 25 Grad werden, haben die Menschen dann auch ein bisschen länger was davon. Ja, ganz so kalt wird es bei uns nicht, aber kälter. Einzelheiten gleich mit Christa Orben. Das Heute-Journal, heute um 23.15 Uhr mit Christian Sievers. Noch einen schönen Samstagabend für Sie und bis morgen, wenn Sie mögen. Guten Abend. Die Frostluft aus Nordosten ist unterwegs und ab morgen setzt sie sich auch bis in die Mitte und in den Süden durch. Und so ist es heute Nacht nur noch im Südwesten frostfrei bei 1 bis 4 Grad. In der Uckermark sinken die Werte schon auf minus 6 Grad und es kann dann glatt werden. Auch da, wo Schnee mit im Spiel ist. In der Mitte schneit es heute Nacht leicht, im Süden kräftig. Oberhalb von 400 bis 600 Metern kommen 5 bis örtlich über 10 Zentimeter Schnee zusammen. Von Norden her wird es aber jetzt immer trockener und so gibt es morgen in der Nordhälfte Deutschlands einen trockenen Tag. Zwar ist es meist bewölkt, an der Nordsee scheint aber auch länger die Sonne. Von der Ostsee her gibt es immer wieder kräftige Schneeschauer nach Mecklenburg-Vorpommern hinein. Das ist der Lake-Effekt durch den lebhaften und kalten Nordostwind. Zwar schneit es dann anfangs auch in der Mitte noch etwas, der Fokus liegt aber im Süden. Da kommen rund um die Alpen noch mal um die 10 cm Neuschnee zusammen und im Tagesverlauf geht dann auch der letzte Regen in Schnee über. Der bleibt in höheren Lagen dann auch liegen bei 0 bis 4 Grad im Westen und im Süden. Dauerfrost gibt es im Norden und im Osten bei 0 bis minus 4 Grad. Und Dauerfrost am Tag für alle gibt es dann zu Beginn der neuen Woche. Es erwarten uns dann zwar sehr kalte, aber auch viel sonnigere Wintertage. Tschüss.